Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge haben wir auf dem Weg hierher, muss man sagen, nicht hier, sondern auf dem Weg hierher, die Folge beendet, beziehungsweise die Aufnahmesession. Wir haben ja in der Loge das nächste Artefakt abgegeben. Und auf dem Weg hierher habe ich jetzt ein paar Sachen verkauft. Und das, was wir aufheben wollen, habe ich in unserem, wenn man glaubt es nicht, in unserem Raumschiff verstaut. Ich habe es endlich gefunden. Einmal hier ganz gut versteckt, den Spind des Kapitäns. Und einmal hier den Frachtraum. Also was Waffen angeht, was Klamotten angeht und so, was wir jetzt nicht so brauchen, habe ich da drinne verstaut. Durch die Abgabe des Artefakten haben wir für die Konstellation weitere Missionen freigeschaltet. Cybermorgen ist auch schon mit am Start hier von unserem Raumschiff. Die wollten wir heute mal weiter nachgehen, aber ich habe einen Hinweis von euch bekommen. Und zwar in der letzten Mission haben wir eine Notiz aufgenommen über einen geheimen Außenposten und das sollten wir uns doch mal anschauen, denn A gibt es ein neues Raumschiff oder ein weiteres Raumschiff für uns und es gibt eine legendäre Rüstung bzw. Bekleidung. Und das klingt doch sehr gut. Ich würde sagen, dem gehen wir nach. Ich habe auch den Hinweis bekommen, es wird ein bisschen umständlich, weil man am Anfang noch nicht so weit ist, dass man direkt dahin fliegen kann, hinspringen kann. Das müsste man mit 2, 3, 4 Sprüngen dann machen über andere Planeten. Schauen wir uns gleich mal. Ich gucke erstmal nach. Ich habe es rausgesucht. Ich hatte es zum Glück nicht weggeschmissen oder verkauft oder sonst was. Die Mission heißt übrigens Mantis liest die Slate über den geheimen Außenposten. Und wenn ich hier drauf gehe, steht, ich habe bei einer Space-Leiche eine Notiz über einen geheimen Außenposten gefunden. Könnte interessant sein. Klingt auf jeden Fall interessant, ist es aktiv. So, jetzt gehen wir in das Inventar. Da haben wir es schon. Geheimer Außenposten. Treue gegenüber der Crew, schon klar, aber scheiß drauf. Tötet, wenn es sein muss, um nach Denebola 1b zu gelangen. Dort gibt es einen geheimen Außenposten, eine einmalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin, sonst bereust du es für den Rest deines Lebens. Also, wir müssen nach Denebola. Wir schauen mal nach. So, da müssen wir, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar in die Sterngalaxie. Denebola. Wo könnte das sein? Ja, und hier sieht man es, die roten Punkte, die kann man nicht direkt anfliegen, ne? Wenn man hier drauf geht, sieht man, da müsste man über, um nach Nikola zu kommen, müsste man über Narion fliegen, dann nach Lunara und dann könnte man von dort aus nach Nikola springen, ne? Leviana, Alpha, Centaurus, Schrödinger. Was? Schrödinger? Schrödinger. So, wo ist, was suchen wir? Leviathan? Ne, das war's nicht, ne? Irgendwas mit Dü war's. Da ist es doch markiert. Ah, lol. Hier müssen wir hin. Denebola. Und dann sehen wir schon die Flugreise. Habt ihr es gesehen? Kann ich noch weiter raus? Ja, ich kann noch weiter raus. 1, 2, 3, 4 Sprünge. Also, wir sind jetzt hier Alpha Centauri, über Olympus, über Vol 2, über Lantana und von dort aus können wir dann direkt nach Denebola springen. Und das werden wir machen. Ist das egal, was ich da aussuche? Denke ich mal. Komm, wir machen das ganz offiziell, weil wir sitzen noch gar nicht richtig. Reise im geheimen Außenposten. Machen wir. Wir setzen uns erstmal hin. Wir machen das natürlich alles ordentlich. Ich bin gespannt. Es soll auch zu Gefechten kommen, habe ich mir sagen lassen. Jetzt sind wir im Weltall, jetzt können wir den offiziellen Weg gehen. Einmal Olympus, bitte. Das ist unser erster Stopp. Jetzt
Jetzt muss ich natürlich gucken. Olympus war hier. Einmal dahin springen. Jetzt gehen wir zurück ins Sternsystem, Volt 2, ne? Weil wir müssen ja dahin. Dann einmal Kurs festlegen, einmal dahin springen. Hey, Kontakt Charlie 3! Das bist du! Zu spät, wir sind schon weg. Ja, ich habe mich gar mit dir unterhalten. Geschwindigkeit und Kurs beibehalten. Wir scannen auf Schmuggelware. Ja, scannt mal. Fertig. Viel Spaß in Neon. Volt 2 ist Neon. Interessant. Müssen wir uns merken. Weil das, da will ich auf jeden Fall auch unbedingt hin. So, die Cyberpunk-Stadt soll das ja sein, ne? So, einmal noch ins Sternsystem. Ne, zweimal noch, ne? Jetzt können wir von Vol... Kann ich immer noch nicht, glaube ich, direkt dahin springen. Dann muss ich dahin springen. Und von dort aus können wir an den Zielplaneten springen. Ist das für die Erde? Sieht es irgendwie so aus, ne? Mit dem ganzen Schotter da ringsrum. Okay, so. Ne, ist nicht die Erde. So, und von hier aus können wir jetzt direkt hier hinspringen. Das große Ziel. Ich bin sowas von gespannt. Aufpassen, was den Sprit angeht, ne? So, da müssen wir hin. Zack. Was können wir da eigentlich? Da. Da können wir jetzt landen. Sehr schön. Dann hätten wir den Umweg schon mal geschafft. Und hier gibt es Bäume. Da steht jemand. Nicht, dass es gleich Jagd gibt. So. Direkt raus, würde ich sagen. Ich war immer nur kurz im Anzug, bis ich erfuhr, dass sie auch eine Toilettenfunktion haben. Okay, es gibt Stress. Mit ihren scheiß Laserpistolen, ne? Dort nehmen wir natürlich auf. Dem wird auch alles abgezogen. Ja, halt geheimer Außenposten, ne? Die gehen auf uns los. Was ist er denn? Ist er weggerannt? Da. So, Knarre nehmen wir mit. Wen verkaufen. Ich fange gerade erst an! Ha! Das
Wild rumballern lohnt sich gar nicht, ne? Einfach gezielte. Die war Level 14. Was sind wir eigentlich für ein Level? Wo sehe ich das? Level 6 sind wir. Und die war Level 14. Ist schon was höherklassiges. Auf jeden Fall. Kann ich mich heilen? Nein. Also wir haben nicht viel Gesundheit. Wir müssen echt extrem aufpassen, ne? Okay, da steht der Nächste. Aus dem Grund würde ich sagen... Speichern wir diesen Stand. Da ist noch einer. Wir brauchen dringend Heilsachen, ne? Oh, weia. Haben wir noch irgendwas anderes einstecken? Guck mal ins Inventar. Gesundheit für 2 Minuten, dann nehmen wir das. Die richtige Waffe hier, ey. Sehr gut. Wo ist denn die? Hier, die wollte ich haben. Okay, die Gesundheit ist so down, ne? Ja, ja, ja. Wir werden es schaffen. Wir werden es irgendwie schaffen. Vom Loot her lassen wir alles liegen, außer es ist was Wertvolles. Und Medizin. Medizin, Leute. 140 nehme ich mit. Erkunde das Versteck. Erfahre mehr über das Versteck. Optional. Ich würde es ja bevorzugen, erstmal irgendwo Heilung zu bekommen, ne? Bisschen was ist noch hier, glaube ich. Mein Paps hat mir erzählt, dass die Mantis the Beast und Jay Gato erledigt hat. Krasse Scheiße. Was ist denn? Wieso bin ich tot gleich? Bestimmt wegen der Verletzung. Ein Schuss. Oh, weia. Oh, das wird schwer. Ja.
sterben. Weg, Leute! Weg! Gut, wenn ihr irgendwie Heilung hättet oder sowas. Ich muss jetzt immer wieder mal gucken, was Erste Hilfe angeht, weil ich kriege nicht viel Gesundheit. Ja, viel ist es nicht, ne? Motivationssprache oder was? So, ich würde jetzt einfach mal, weil wir so weit gekommen sind. Speichern. Ich hab komplett daneben geschossen, ey. Aber das hängt manchmal auch dann übelst, wenn der hier in der Nähe ist. Mann, 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 Mann. Medipack. Sehr gut. Will ich sofort benutzen. Regeneriert 10 Sekunden lang pro Sekunde 3 Gesundheit. Kommt noch jemand? Wir gehen in Deckung. Ist zwar ein bisschen hergestellt, aber es ist halt nicht viel. Ich glaube, unser Ziel war da auch dabei, ne? Hab ihn angeschossen. Jemand. Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mutter war nicht gut dafür. Aber sie war sie. Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin halt überrascht. Es war starker Tobak, fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Basis begebe, auf die Nebula 1b. Und sie endet nicht mit, ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Nein, Sic Semper Tyrannis. Meine Güte, immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Wir looten nur die Leute, ne? Wir sind jetzt schon wieder überladen. Ich kann nicht wissen, was hier noch alles versteckt ist. Warum schleppst du all diesen Schrott mit? Weil es Geldpoint, Credits. Splittermine. Hier ist ein Safe, haben aber kein Dietrich. Ja, 35. Und das sammle ich schon, was nur hochwertig ist, ne? Die 35 Dollar lasse ich sogar schon liegen. Und außerdem suche ich immer noch Medizin.
von der Gesundheit hochgejumpt ist. Ich glaube noch nicht, dass es das war. Auf jeden Fall haben wir irgendwas Explosives getroffen, damit haben wir da ausgeschaltet. Ja, ich weiß, dass ich mir zu viel Sachen anbringe. Okay, da war jemand. Schrotwind ist echt gut, ne? Und das ist das, was wir geskillt haben. Ich finde das Schrodi richtig nice. Okay. Ja, mein Schrodi komme ich da nicht weit. Für dich enden. Ich kann nicht sehen. Dann geh aber auch in Deckung, ey. So, man kann es sein, dass sie sich geschafft heilen? Guck ich. Waffen haben wir en masse mittlerweile. Okay, da kommen noch mehr Leute. Es war es immer noch nicht. Berserker modifiziert. Da müssen wir gleich mal gucken, was Berserker ist. Who the fuck ist der Berserker? Das würde mich interessieren, Inventar. Maelstrom. Das ist Berserker. Autorisieren.
nur 6 Schuss von dem, okay. Müssen wir mal schauen. 30er, willst du mich verarschen? Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Aber der scheint hier ordentlich Mumps zu machen. Das ist halt ein Sniper, ne? Das andere scheint 30er gewesen zu sein. Okay, das war's. Wir müssen tauschen. Entschuldigung, aber... Ohne Waffe ins Gefecht ist schlecht. Hä? Ich bin nicht per... Moment. Coachman, nee, die hier. Das haben wir wieder aufgenommen. So, was haben wir jetzt hier? Modifiziert. Superfood Pastenkit, 3 ist es Kartuschen, Leon, Wolken, die Mantis enthüllt. Und da ist die Mantis? Ah. Unmöglich. Die Mantis ist doch ein Märchen. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hatte immer alles im Griff. Das ist ziemlich heftig. Okay, Mutter ist Mantis. Okay, wenn ich die ganzen roten Punkte noch sehe. Halleluja. Aus dem Grund speichern wir nochmal. Also jetzt fangen wir, glaube ich, wieder von vorne an, beziehungsweise vom letzten Speicherstand. Jetzt ziehen wir mir lieber. Dich mache ich platt! Modernen Helm. Die Aussage, wir klingeln die Ohren. Du Scheiße, wie viele sind denn hier, Alter? Mittendrin steht nur dabei. I get
Dafür kann ich ja nichts. Sieht gar nicht gut aus mit der Gesundheit, ne? Das wird böse für dich enden. Das geht doch mal aus dem Weg, Mädel! Voll erwischt, ne? Oh, das sind aber übertrieben viel drin, ne? Dafür, dass man kaum Munition hat. Wir machen es einfach. Wir speichern hier. Und hier wieder drauf gehen. Optional. Naja, solange es wenigstens sein sehen. Du bist ein Licht. Du bist Level 30 und kackst gegen 38 sogar Alarm. Und kackst sogar gegen mich ab, ey. Du kannst nichts. Munition alle! Du trägst zu viel Zeug. Oh ja, super. Oh, ich wollte gerade mit ihm reden. Mann! Schön, dass sie wieder mitten im Weg ist, ne? Dann lad mal nach. Bleib tot! Das sind Level 30, ne? Mit den Waffen von denen haben wir doch gute Chancen. Und den kleinen Speichertrick. Okay, der kriecht da lang. Auf die Ohren. Denkst du, du kannst einfach wegkriechen, hä? Bin ich doch auch. Aufreisend. Kalibriert. Britscher. Waffe episch. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Das merkt man. Irgendwo wird noch geschossen. Ah, Credits würde ich übernehmen, ne? Zu ihm kommen wir gleich. Kommt nur her! Gehen wir mal ganz kurz noch. Und die Leute da kümmern. Gut.
geschafft. Einmal clear. Halt, ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich könnte dir helfen. Livy und ich, tu dir nichts. Hier war alles voller Fallen. Überall Fallen. Ich hab sie entschärft. Aber dieser Korridor ist einfach zu gefährlich. Sieht harmlos aus. Aber ein Schritt rein und zack, sitzt du in der Falle. Und wenn die Tür wieder aufgeht, sind alle tot. Nein, wenn ich dir das sage, verliere ich mein Druckmittel. Die sind genial. Hat eine Menge Leben gekostet, sie zu finden. Niemand wusste, wie man hier durchkommen soll. Aber ich habe die Lösung. Im Boden sind Buchstaben. Ist ein Muster. Da muss irgendwas stehen. Aber es gibt so viele Wörter oder kurze Sätze. Warum sagen das immer alle? Ich hab dir geholfen. Darf ich jetzt gehen? Oder ich könnte dir weiterhelfen. Ich kenne die Fallen. Ich weiß, wie die Mantis tickt. Bitte, lass mich mithelfen. Und gib mir einen Anteil des Schatzes. Du kannst mir vertrauen. Ich halte mich für ziemlich verständnisvoll und sehe gern das Beste in jedem Menschen. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Vertrau denen auch kein Stück. Vertrauen ist vielleicht zu extrem. Wir brauchen uns, also helfen wir uns. Wie wär's, wenn wir erstmal abwarten, wie die Sache läuft? Nein, nein! Vertraut dem Null. Hier sind einige gestorben, wie es aussieht. Dieses Schloss ist zu schwierig. Meister. Haben wir vielleicht irgendwas aufgenommen, was als Hinweis dient? Schlüssel der Loge? Nee. Wieder ein Haufen Waffen. Das Bier trinken wir mal. Erhöht die Tragekomplexität. Verstecks lädt Leons Leiche. Hab Leons Leiche gefunden. Einer der verdammten Fallen hat ihn auch erwischt. Über eine Sache brach ein Streit aus, bis Ivan Dave dazwischen ging. Hab mir aber kein Quetzstick geschnappt, kleiner Bonus. Wenn selbst der Sohn der Mantis scheitert, wie sollen wir es dann besser machen? Okay. Dieser Versteck ist eine Goldgrube. Die Mantis hatte die Taschen voll und die Beute war erste Sahne. Weiter drin muss es noch bessere Sachen geben. Das gibt einen fetten Zahltag. Ich muss bloß überleben. Die Fallen haben Carvo und Jung erwischt. Livy hat ein paar Leute aus Ivan Dave's Crew freiwillig gemeldet. Arme Schweine. Muss mich bloß von Livy fernhalten. Ja, gut, dass wir den ausgeschaltet haben, ne? Steht 4 Gesundheit her. Verstecks lädt. Die Goldmine. Dieses Versteck ist eine Goldgrube, die Mantis hat. Ne, das haben wir ja gelesen.
Glittermine, Space Nachricht 1. Mal hier hören, ihr Drecksäcke. Die Arschlöcher sind in Aktion und wir müssen bereit sein. Nein, nicht die UC, nicht das Freestar Collective. Die, die zählen. Piraten, Söldner und diese religiösen Spinner. Wir wussten immer, dass es noch Orte aus dem Koloniekrieg gibt. Basen, Labore, sowas. Aber jetzt ist rausgekommen, dass es noch mehr davon gibt. Viel mehr. Verbreitet euch überall in den besiedelten Systemen. Offenbar haben die großen zwei im Krieg nicht nach ihren eigenen Regeln gespielt. Und jetzt sind alle wie im Rausch. Jeder will sich finden und benutzen. Warum dann nicht auch wir? Wir haben genauso ein Recht darauf. Also, machen wir uns auf die Suche. Geht es auf jeden Fall nicht. Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mutter sah nicht gut aus. Aber sie war sie, genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, dass sie sich an ihren Sohn erinnert hat. Es war starker Tobak, fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Basis begebe, auf den Nebula 1b. Und sie endet nicht mit "Ich hab dich lieb" oder "Ich bin stolz auf dich". Nein, Sic Semper Tyrannis. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Geschütztürme. Mutter, warum zum Teufel? Das Ganze ist ein kranker Scherz. Muss hier weg. Oh Gott. Okay, das scheinen Geschütztürme noch zu sein. Das war die letzte Aufnahme von ihm. Und Mutter ist ja da, ist ja. Das Ganze. Und sie hat immer gesagt, Sic Semper Tyrannis. Wo ist sein Ausrufezeichen noch? Geschütztürme. Mutter, warum zum. Ich bin hier. Mir ist heiß. Ich bin müde. Danke, Mutter. Mutter ist Mantis, ne? Der blöde Code funktionierte. Und es gab einen biometrischen Scan. Überraschung. Ich bin's. Dann hörte ich Mutter. Hatte fast einen Herzinfarkt. Sie meinte ihr Versteck. Ja, Versteck. Die spinnt doch. Wäre nur für Würdige. Also muss ich jetzt ein paar Tests machen. Ich will das nur hinter mich bringen. Okay. Das haben wir zum Glück alles nebenbei eingesammelt, ne? Das ist die Frage. Und das geheime Außenposten. Computer, aber den können wir halt nicht entsperren.